Seid gegrüßt und willkommen zu einer neuen Angespielt-Folge. Heute mit Por. Und das war einst ein friedliches und erfolgreiches Königreich. Doch irgendwann hat sich der König dazu entschlossen, dass alle Hosen tragen müssen. Und da sind wir wohl gegen und wir sind der Widerstand und wir sind die Anti-Pants, also die Gegenhosen. Ich habe mir überlegt, für die Angespielt-Videos mache ich keine Episoden, sondern einfach nur eine Folge, die ungefähr eine Stunde geht. Und ich würde es auch anfangen. Ich habe mir gerade mal die Einstellungen angeschaut. In der Spieleinstellung habe ich halt nichts geändert. Schwierigkeitsgrad normal lasse ich mal. Spieleranzeige an immer, bla bla bla. Blut, Schadensanzeige, lassen wir so. Dann Videoeinstellung, ist auch nicht viel drin. Habe ich auch so gelassen. Dann habe ich ja was bei Audio geändert. Ich habe die Musik etwas leiser gemacht. Muss ich noch schauen, wie das passt. Dann habe ich bei der Steuerung, bei der Tastatursteuerung geändert, dass ich hier war Z, habe ich Y genommen, weil man steuert halt mit den Cursor-Tasten, nicht mit WASD, da fährt man auf Angriff auf S, dann auf D in Angriff und springen, interagieren, Leertaste, Blocken A, also alle die Tasten, die man auf der linken Seite hat, wo man mit der linken Hand dran ist. So, ich könnte auch mit Controller spielen, aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Genau, das Spiel ist ein Action-RPG, Plattformer, also so Sidescroll-mäßig, und ich starte es einfach mal im Story-Modus. So, hier sind wir bei der Charakterauswahl. Wie ändere ich den? Achso, mit Cursor-Tasten natürlich. Krieger haben wir hier, Kamu, Bogenschütze, Kita, Botaniker, Amerika, sieht der aus wie ein Schurke, Aku, der Barbar, und da ist wieder Kamu. Ich nehme den Krieger. Und zeige mal die Fähigkeiten an mit E oder Q. Ah, schwerer Schlag ist Q. Richte 400% Schaden an Feinden im kleinen Gebiet an. Kostet 1 Energie. Oder Konter, passiv 80% Chance, dem Feind beim Blocken zurückzudrängen. Schildladung aktiv. Stürme in gerader Linie vorwärts und richte 400% Schaden an. Schwerer Schlag, das hatten wir schon. Gut, ich bestätige, wir können uns ja später vielleicht die anderen Klassen anschauen oder ihr holt euch das Spiel. Ach, was ich noch dazu sagen muss, ist, ich habe den Key vom Entwickler oder Publisher bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Led by the just and beloved King Bunnylord III. Da ist er. Paw has grown into the most powerful and influential kingdom across the realm. Until one day, oh, jetzt kommt's. A rock fell from the sky and struck right into the heart of our kingdom. What followed after was a sign of madness. The king had decided to enforce everyone to wear pants. It's wrong. It's unnatural. Those of us who refuse the pants banded together under one banner. We are the resistance. We are the anti-pants. Die Anti-Hosen. Das sieht nicht gut aus. Und es lädt. Bah, dieser Widerstand war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, sagt Domba, ein Schaf. Ich wusste, dass das passieren würde. Es gibt keinen Weg, wie wir das überstehen können. Wir müssen ihn retten, aber wie? Wir könnten jederzeit einfach einen Haufen Rekruten losschicken, um ihn zu retten. Einer von ihnen wird es bestimmt schaffen. Ja, das könnte funktionieren. Gute Idee. Hi. Ah, ein neuer Rekrut. Perfektes Timing. Hast du gerade Selbstgespräche geführt? Das ist unwichtig. Was jetzt wichtig ist, ist der Auftrag, den ich dir geben werde. Unsere ganze Organisation ist davon abhängig. Aber ich bin... Du bist Entbehr, ich meine, ich habe Vertrauen in dich. D
Den Kopfgeldjägern ist es gelungen, unseren Führer Obeck zu schnappen. Du musst ihn retten. Sie sind in den Wald abgehauen. Du kannst sie noch erwischen, wenn du jetzt gehst. Richtig, aber das ist... Wie auch immer. Gibt es irgendwelche Angehörigen, die ich benachrichtigen soll? Warte. Großartig, los jetzt, hopp hopp. Okay. Ich denke mal, hier kann ich erstmal testen, was ich so kann. Wenn es mal weitergeht. Ah. Schweigen. Mann. Gut. Laden. Oh, okay. Quack, quack, quack. Nächster Außenposten, Left Control. Einführung, Bestätigung. Die brauche ich nämlich, die Einführung. Ganz dringend. Sehr nötig. Paw, paw, paw. Nein, nicht das. Ach, mit Einführung meine die... Nein, nicht nochmal. Oh, sag das doch. Ja, komm, ich muss hier raus. Okay, es lädt. Nein, tut's nicht. Jetzt aber. Los, ja, komm. Weg hier. Ja, okay. Das ist das, wenn man zu viel übersetzt. Hauptquartier für Antihosen. Ah, jetzt kann ich endlich mal rumlaufen. Okay, fühlt sich gut an. Ui, ich kann hüpfen. Ich mag hüpfen. Oh, vor dem Fass, hinterm Fass. Kann ich da hoch? Ich kann hoch. So, Angriff ist der normale. Das mit dem Schild. QE geht nicht. Aber blocken, das sieht gut aus. Wie er seinen Hintern zeigt dabei. So, blocken ist auf... Ah, okay. Okay, das wäre wahrscheinlich immer das Benutzen. Y. Achso, ja, die Items, die man hat. Gut, dann gehe ich mal irgendwie in Hauen. Ah, nee, ich kann nicht mit dir reden. Einhändig. Achso, du bist ein Händler. E-Kategorie. Ja, habe ich alles nicht. Danke, ich geh raus. Kann ich mit euch trainieren? Ah, mit dir muss ich reden. Du bist ein Gorilla mit Goldbändchen für deine Zöpfe im Bart und am Kopf. Ah, du bist so ein Trainer, oder? Ja, Training, Konter. Ja, ich würde gerne erstmal testen, bevor ich irgendwas nutze. Ah, hier kann ich üben. 5, 5, 6. Das macht auch Schaden, das macht nichts. Was ist hier, ein Klo? Achso, Charakterauswahl. Ja, ich möchte ich bleiben. Was kann ich hier sehen? Quests? Rekrut, Begleiter. Ah, ich kann Begleiter. Schwertkämpfer, Wächter, Bogenschützen. Ich will einen Bogenschützen. Oh, das kostet aber 600 Nahrung oder so. Dann nicht. Du willst mir Tränke verkaufen, denke ich. Kleiner Tag. Es kostet alles so viel Korn. Ich habe nur 250. Ich kann mir nichts leisten. Dann gehe ich mal raus. Okay. In die weite Welt. Tutorial. Ach, jetzt kommt es erst. Okay. Dann schauen wir mal. Los. Okay. Ich gehe zurück. Tschö. Nein. Hüpf, hüpf, hüpf. Oh, eine Kiste. Kaputt. Oh, was zu essen. Da war noch mehr zu essen. Ja, das habe ich bemerkt. Danke. S ist normaler Angriff und D ist halt mit dem Schild bashen. Wie der Baum da auch mit schwingt. Moment mal. Ich kann überall was zu essen sammeln. Da brauche ich mir halt keine Sorgen zu machen, dass ich nicht genug. Hallo? Nahrung für Rekruten habe. 315 habe ich schon, wie man oben links sieht. Jetzt bin ich lieber damit beschäftigt, hier die Bäume zu erschlagen. War ganz schön tricky, weil man immer wieder zurück muss. Weil man beim Angreifen nach vorne... Okay, der hat nichts mehr. Nichts Grünes mehr dran. Gut, wir gehen mal weiter. Oh, hier ist noch ein Baum. Nee. Oh, geht das hier am Busch auch? Ah, das ist kein Busch, das ist auch ein Baum. Huch. Ah, blocken? Ach, Shift war. Das habe ich noch gar nicht gedrückt. Roll. Oh, hi. Oh, oh. Hallo? Seid ihr Hunde? So Terrier? Oh nein, die Augen. Oh. Ich war blocken testen. Hallo? Oh. Klingen. Daneben. Jetzt mal das hier. Au!
oder was zu essen. Komm. Komm, Hundi. Ich hab geblockt, ne? Au! Naja, ich hätte ihn auch direkt umhauen können. Wie benutze ich eigentlich den Trank? F? Ah, mit F. Was ist G? G ist mein Inventar oder so. Okay. Oh, Kisten. Die sind immer wichtig, dass man die kaputt macht. Oh, jetzt habe ich einen neuen Trank. Oh, und noch einen anderen. Was auch immer der macht. Ah, Y und C wechsel ich. Ja, F benutzen. G heißt droppen. Okay. Ich würde gerne noch einen Baum hauen, zum gucken, was da so an Nahrung drin ist. Und ach, den hauen wir auch noch. Ach, der ist zu hoch. Dann muss er dran glauben. Warum liegt da so viel Blut eigentlich? Ist das, weil... Nee, hüpfen. Hier ist nichts. Oh, hier kann man auch runtergehen. Oh. Der greift gar nicht an. Was ist denn mit ihm? Hä? Geht doch. Wow! Warum fällt mir denn der Kopf ab? Und dann liegt eine Kartoffel. Okay. Autsch. Eher so ein Beat'em. Oh, die verschwinden auch noch. Die Nahrungsmittel. Nicht gut. Hallo? Okay. Da. Stimmt. Gut, E hatte ich ja Fähigkeiten. Habe ich die wirklich? Test O. Hi. Hui. Okay, und E? Alles klar. Das ist die Anzeige, die verbrauchte Energie für die Skills. Der will nicht hauen. Hä? Ist immer, wenn ich auch selber hauen will. Wie die gucken, die Hündchen, wenn die... Hallo? Oh, oh, bin ausge... Oh, ist es er? Okay. Wow, da kommt noch mehr. Das ist ein bisschen wie dieses Gladiatoren-Spiel, was ich mir hier angespielt habe. Ich glaube, das war vor einem Jahr. Kann das hinkommen? Nee, oder? Auf jeden Fall länger her. Okay, man muss von in die Richtung gucken, wo man blockt. Wieder zu langsam. Und er haut daneben, auch gut. Hüpfen. Oh. Und es geht auch. Irgendwie. Au. Wie lange geht denn hier das Tutorial? Und wie viele Bäume finde ich wohl noch? Oh. Ja, wir nehmen es alle mit. Ich will unbedingt einen Rekruten haben. Gucken, was der so für Sachen macht. Oder sie. Oder es. Oh, ich hab's geschafft, wie es aussieht. Yay, Level abgeschlossen. Und nun? Levelaufstieg, Level 2. 11 Frags und 305 Nahrung gesammelt. Fortsetzen. Nächster Außenposten. Ach so, okay. Achso, wir können dann mit Left Control, also in linke Steuerungstaste, können wir zurück zum
Außenposten halt, wo man halt so Dinge machen kann wie Waffen kaufen. Ich will hier durch. Ich möchte ein... Wobei ich könnte ja auch hier wechseln. Das machen wir jetzt mal. Oder geht das? Charakter auswählen, hallo. Nein! Warum drücke ich auch Enter, wenn ich noch auswählen möchte? Machen weiter mit, nee, mit Bogenschütze. Bestätigen. Dann testen wir eben Bogenschütze. Ich habe mir jetzt gar nicht angeschaut, welche Skills er hat, aber die werden Schaden verursachen. Und vielleicht ausweichen, beinhalten. Oh, sieht schön aus. Blocken. Hier. Oh, der kann auch schlagen. Oh Gott, das wird mich so durcheinander bringen. Wir gehen mal raus. Vielleicht hätte ich mir einen Tank mitnehmen sollen. Na, wir sammeln erstmal Nahrung. Dann können wir uns auch wen leisten, der das Kanonenfutter für uns ist. Aber kann ich denn auch die Bäume... Okay. Das sieht irgendwie witzig aus. Ich weiß auch nicht. Oh, was ist das denn für eine Pflanze? Okay. Wow. Okay, zielen kann ich nicht. Ich muss hier drauf fahren. Oh, verdammt. Moment, war das eine Combo oder was war das? Ich hoffe, die sehen mich noch nicht, die Hündchen. Was macht der denn immer? Ah, lass mich. Oh, Dobermann, what the fuck. Und mein Bogen macht kaum Schaden. Das finde ich nicht schön. Also wenn ich mit Tau, dann schon, aber... Oh Gott, ich glaube, Fernkämpfer ist hier nicht meine Klasse. Wie ernst der aussieht. Herr Bogen. Schießt. Oh. Ah, ich habe die... Aha, ich bin schlau. Ich habe die da reingelockt und jetzt habe ich hier das Zeug nicht gesammelt. Na super. Ist der jetzt schwächer oder was ist hier los? Ach, ich glaube, ich teile mehr Schaden aus, je weiter ich weg bin. Da muss ich nur noch treffen. Das macht 4. Hallo, lass mich. Das macht trotzdem 4. Dann nicht. Mann, ich wollte die. Ja, den Loot hier haben. Oh, hier ist doch mal was drin. Ich sollte echt mal den Trank nehmen. Ja, da gehe ich nicht dran. Jetzt geht's hier wieder runter. Ich erkenne ein Muster. Oh, hi. Die sind jetzt aggressiver, diese kleinen Terrier. Autsch. Ich hab doch hier... Moment mal. Hallo, lass mich... Bling, bling, bling. Erstmal verschwendet. Hat keiner gesehen, dass ich getroffen worden bin, oder? Hallo, haut mal ab hier. Bling, lass mich in Ruhe. Weg hier. Ah. Wenn die liegen, treffe ich die nicht. Bestimmt. Ah! Jetzt hätte ich meinen E benutzen können. Den AOE eben. Oh, AOE auf E. Lasst mich. Genau, geht hier an das Ding dran. Geht an die Pflanze. Los. Ah! Ich wieder. Oh nein, nein, ich muss den heilen. Oh, das heilt nicht. Okay. Dann sehen wir, was passiert, wenn man down geht. Man fällt hin und ist besiegt. Oh nein. Oh. Und jetzt? Hallo? Muss ich Enter drücken? Ah, Enter. Aber trotzdem Level abbekommen. Das finde ich gerecht. Behalte ich jetzt auch das, die Nahrung, die ich gesammelt habe? Interessant. Hm. Eventuell sollte man da eine Strafe einbauen. Ah, nee, ich habe was verloren. Sehr gut. Also nicht gut, aber besser. Nee, ich nehme mal. Also, wie gesagt, Fernkampf ist hier wohl nichts für mich. Hm, da haben wir noch. Mereka Botanica. Oh, die Fähigkeiten vielleicht vorher mal an. Zusätzliche 5 Inventarplätze. Aromatherapie, therapeutischer Nebel, 20% Gesundheit für dich und Verbündete. Verwickelt. Wirf 3 Pflanzen, die Feinde, die darauf treten, ein. Oh, okay.
klingt doch cool. Nehmen wir mal. Und wir können ja eigentlich auch... Nee, ich wollte gerade irgendwie das erste Dingens wiederholen, aber das war ja zu einfach. Wir versuchen so weit wie möglich zu kommen in dieser Angespielt-Session. So eben testen. Movement scheint irgendwie gleich zu sein. Okay. Ach, mach du mit einem Messer. Okay, blocken. Moment mal. Mit der Hand, mit der anderen. Okay, das heißt links, rechts, links, rechts. Mal gucken. Das verwirrt mich. Was kam hier nochmal? Diese Terrier, ne? Hallo? Und her? Oh, mit dem Dobermann. Ich guck dir erstmal. So viele Kartoffeln. Ja komm, jetzt kommt her und dann ist gut. Direkt mal gekrittet. Irgendwie komme ich damit besser klar. Ich habe irgendwas... Wow, hallo. Die zu den Pflanzen locken. Hä, was droppen jetzt für komische Dinge? Voll die Kombos hier ausgeteilt. Ungewöhnliche Steuerung für mich. Daran liegt's genau. Ich bin gar nicht so schlecht. So brutal aus, wenn der Kopf abfällt. Ach so, ich ziehe es eigentlich noch ab. Oh ja, das... Nee. War das ein Backstep? Nee. Komm her. Ach ja, Bäume hauen, ganz vergessen. Oh, drei. Hallo? Lasst mich hier in Ruhe. Was wollt ihr eigentlich von mir? Und warum tragt ihr Hosen? Ach ja, ihr seid die Bösen. Wir brauchen ja Nahrung. Bam, bam, bam. Und dann hier hoch. Genug Bäume gehauen. Und hier kämpfen wir wieder. Ja. Ach komm, wir gehen voll rein. Sogar noch eine Keule irgendwas bekommen. Okay. Oh, direkt Baum und Kiste zerschlagen. Sehr gut. Ach, wenn wir schon mal hier stehen. Was ist das eigentlich? Ah, eine Brücke. Hallo? Hau den Baum. Äpfel. Passend. Oh, vielleicht mal heilen? Ja, umzingelt bin ich hier. Hey. Okay, Fähigkeiten einsetzen. Okay. Heilung, ne? Oh, wie erstaunt der guckt, der Dobermann. Irgendwas? Achso, ich dachte gerade ein Boss oder so. Oh, kann ich die Holzscheit hier umhauen? Nö. Wie kriege ich die auf? Kommt bestimmt ein Boss, der jetzt den Schlüssel hat, oder? Ja, sieht so aus. Oder der war irgendwo versteckt und ich habe ihn übersehen. Oh Gott, das sieht so gefährlich aus hier. Ah, ist das die Heilung, ne? Das ist nicht die Heilung. Gut. Nein. Ich habe halt nichts. Oh Mann.
ich bin am Sack. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich überlebe. Okay, gut. Nehme ich an. Oh, jetzt drücke ich mal E. Ach, das sind die drei Pflanzen. Super. Oh, hier sollte doch Heilung zu finden sein. Oder einfach nur Nahrung. Womit ich natürlich vollstens zufrieden bin. Das sieht es aus wie ein Level abgeschlossen. Ich wollte eigentlich sagen Boss, aber ich brauche gerade keinen Boss, wenn ich keine HP habe. Ach ja, irgendwas drücken. Level 2. Also ich finde, das war jetzt einfacher als... Ah, Beute. Was ist das überhaupt? Ah, das sind die Waffen. Weil ich das Ding jetzt doppelt habe, dieses Schwert, bekomme ich mehr Nahrung. Oder so. Zum Außenposten natürlich. Ich drücke dafür wieder linke Steuerungstaste. Dann schauen wir mal. Nee, Waffen kaufen nicht. Nee, wir testen nochmal. Vielleicht wiederholen wir mal so ein Level von eben. Zum Testen. Nein, ich bin ja falsch. Oh, und wieder falsch gedrückt. Nochmal. Also, wir nehmen jetzt den Barbar oder die Barbarin Akku. Natürlich alle ohne Hose. Okay. Oh, langsamer Schlag. Noch langsamerer Schlag. Blocken. Ja, wir gehen einfach mal wieder und schauen, dass wir das Level von gerade machen. Nee, wir gehen weiter zur Waldladung. Mal sehen, was es da gibt. Oh je. Das sieht aus wie Feuerwerk, das ist doch verboten. Kopfkicker. Aus dem Weg, Gesindel. Nein, ich habe keine Lust. Oder, nein, ich habe keine Lust. Je nachdem, männlich oder weiblich. Aber ich mache jetzt nur eine Stimme. Wo willst du überhaupt mit dem ganzen Sprengstoff hin? Wir brennen die Antihosenbasis ab, ist doch klar. Ja klar, ich bringe den Sprengstoff gleich wieder zu dir. Ha, große Worte. Komm und versuch uns aufzuhalten. Okay. Hallo? Autsch. Oh Gott, das wird böse enden. Ich hätte bei einem Charakter bleiben sollen. Oder explodiert was? Wie cool. Das hat vor den Dings hier Knockback. Oh, was explodiert denn da? Und warum? Oh, hi. Ach, ich hätte unten rumgehen können. Okay. Ach so, das macht selber was. Was zum Teufel? Sorry, Hündchen. Ich kann es verschieben? Oh. Ups. Jo. Ja, Aua. Hui, das ist aber... Wow. Ein harter Schlag gewesen. Jetzt möchte ich das Ding noch kaputt hauen, ne? Ich muss es nach rechts. Nein, ich will Kartoffeln. Oh, mit ihm muss das doch einfacher sein. Nein, es ist... Ja, komm, noch mehr. Gibt es ja eigentlich auch Kombos? Und warum... Du hast nur... Oh, ich habe gar keine Items ausprobiert. Egal. Oder mir angeschaut, eher gesagt. Ich muss sagen, Barbar schon witziger. Hallo? Lass mich doch mal... Autsch. Bleib doch stehen! Was droppt denn hier so viel? Oh, ich habe hier gar keine Fässer kaputt gehauen. Ja, dich hau ich jetzt kurz um. Ich mal eben hier hin. Autsch, autsch. Okay, das lasse ich. Hä, wie einfach nicht an. Oh, verdammt. Hi. Oh, irgendwas anders farbig. Oh, explodiert. Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen.
Bye bye. Irgendwie wehrt sich keiner von denen. Das ist irgendwie langweilig. Oh Gott, ich muss ja noch super weit damit. Huch, vorbei. Ey! Was zum... Hallo? Na genau, gib mir die Bomben rein. Gute Idee. Ach, das brennt auch noch alles. Ja, es kommt hier vorne auch noch einer. Ciao einfach. Kein Ding. Oh, oh, oh. Das war aber falsche Richtung. Aber... Jetzt hauen die mich wieder damit. Der steht oben drauf, der schlaue Hund. Also wirklich ein Hund. Moment mal eben. Runter, mein Bombenwagen. Oh, der hat zurückgehauen. Und ich blocke wieder nicht. Ich sollte vielleicht mal weg und mich halten. Warte mal, F war das. So. Du hast es gedroppt? Nö. Apfel. Sammle ich eigentlich immer wieder neu? Hm. Oh, ich muss noch super weit. Unten sieht man ja die Anzeige, wie weit ich noch muss. Ich bin gerade mal bei dem Drittel, würde ich sagen. Ja, jetzt hauen die mich wieder, dann hau ich die wieder. Weg. Ich hau mal hier mit. Oh je, was ist das denn? Okay, das war ein Charge. Gut, dass meine schwere Attacke irgendwie Knockback hat. Ja, hauen wir eben hier weiter. Soll halt der Dobermann, der geritten ist, nachher wiederkommen. Oh, ein Apfel. Oh, der brennt. Oh, oh, und ich brenne mich auch. Blocken ist keine Option für mich. Hey, ich bin fast bei der Hälfte. Aber auch nur fast. Ba-da-da-da-da. Oh, wir sind an irgendwas angekommen. Hoffe ich mal, dass es mal nach rechts schießt. Zum Beispiel jetzt. Oder jetzt. Das ist links. Jetzt vielleicht? Oh, jetzt? Immer noch nicht. Das ist wieder nicht rechts. Oh oh. Schon wieder. Hm. Ich hau mal wieder drauf. Geht nicht weiter. Ich muss die Kisten selber zerstören, oder? Oh, verdammt. Wieder rauf. Oh, ich habe auch einen Mount. Okay. Ich wollte Heilung benutzen, aber okay. Nehme ich halt das. Oh, der haut jetzt anders. Nein! Voll gut. So eine Charge-Attacke. Cool. Oh, oh. Ein bisschen schwieriger, so zu kämpfen. Aber mit Mount bestimmt super als Fernkämpfer. Und dann so ein Charge. Einfach alles überrennen. Das kann ich. Wie ein Krieger. Ob ich beides nutze? Oh Gott. Das sieht so doof aus, aber es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es nicht doof. Oh, ich habe noch einer hingehauen.
muss nur. Warte. Oh, ja, komm, ich hau. Oh, machen wir es mal so mit den Bomben. Charge. Ich will die immer umkippen. Der holt mich nicht ein. Oh, der holt mich doch ein. Haha, gut gekontert. Oder ausgewichen, eher gesagt. Was ist denn das? Achso, ich dachte gerade, es ist irgendwas. Oh. Natürlich glaube ich über die dummen Pflanzen drüber, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber Heilung wäre mal ganz cool. Aber wir haben die Fracht eventuell bald hier durchgebracht. Bewege die Fracht, bewege die Fracht, ohne Hose. Die kriegen davon gar keinen Schaden, oder? Und nur minimal. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich drücke mal hier wieder Q. Geht hier oben gar nicht, ne? Schade. Was habe ich einen hinter mir? Nein. Ah, ich habe es geschafft. Die laufen weg. Juhu. Oh, verdammt. Oh. Wie konnte das passieren? Tja. Ich würde sagen... Wieder abgeschlossen. Oh, Errungenschaft erreicht. Hall of irgendwie was mit Sammeln oder so. Keine Ahnung. Spieler 1. Akku, Level 2. Alle sind jetzt Level 2. Habe ich noch einen zum Ausprobieren? Ich weiß es gar nicht. Wir können Waffen, bla bla bla. Verdoppeln, ja. Wir könnten jetzt wahrscheinlich ein Dingens uns nehmen. Oder gibt es hier wieder... Nö. Gibt hier kein Wald 2? Das heißt, ich muss hier hin zum Hauptquartier der Antihosen oder für Antihosen, um mir hier Rekruten zu suchen. Oder erstmal wieder zu schauen, ob ich hier noch was vergessen habe. Oder wir lernen auch mal was Neues. Mal gucken. Hier rein muss ich ins Zelt. Ja, da sind wir wieder bei Camo. Mit Arco bin ich eigentlich am besten klargekommen. Finde ich. Ist zwar langsamer, hat aber mehr Verteidigung und haut am härtesten zu. Oder am meisten Kraft. Ist aber auch am langsamsten. Aber das passt ja ganz gut zu mir. Also zu dem Spielstil. Weil ich die Steuerung zu kompliziert finde. Nein, Spaß. Waffen, kann ich die hier auswählen? Oder wie muss ich das machen? Okay. Ach, das soll eine Waffe sein. Okay, Holzpfahl. 2 bis 7. Wie sehe ich denn das, was ich habe? Wie viel das hat? Schlachter 1 bis 3. Das hier ist doch besser wahrscheinlich. Ausrüsten. Wo ist denn unser... Na egal. Nehmen wir das hier. Kategorie. Ja, das wird nichts bringen, wenn ich das wechsle. Es gibt auch nur Waffen, die man ausrüsten kann. Nichts anderes. Gut. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich mehr bringt. So, was hast du uns beizubringen? Aufdrehen, Passivfähigkeit. Gewinne mit jedem kontinuierlichen Angriff ein Angriffsgefühl. Oh. Schwerer Wurf. Wirf deine Waffe weg, richte bei jedem Treffer 200%. Nee. Hakenschlag. Stoße Feinde vor dir, richte bis. Nee. Das hier finde ich ganz cool. Habe ich das jetzt? Hallo? Ich habe es wahrscheinlich schon. Ja, doch. Den Wurf habe ich ja und das hier habe ich. Okay. Kneipenschläger plus 2 Stärke. Agilität. Das hier. Trainingsgründe, Merkmale, 2 Stärke, 2 Ausdauer. Oh Gott, Combo. Blutige Drehung, schwerer Wurf, ne. Schwerer Schläger. Combo, D und D, das kann ich. Aber was bringt die? Ne, wir gucken mal, dass wir... Was haben wir hier? Mehr Inventarplätze. Combo, S und D. Das habe ich doch die ganze Zeit gedrückt. Waffenkenntnis, höherwertige Waffe. Oh, das brauche ich vielleicht mal. Nehme ich das? Ah, ich muss erst das hier nehmen. 3 Agilität. Oh nee. Ach komm. Das hier war Waffenkenntnis. Und hier? Waffenkenntnis. Stärke, Agilität. Dann kommt das hier bestimmt auch raus, oder? Nee, Fähigkeitsstufe. Okay. Wir nehmen. Ähm,
Waffenkenntnis? Ich möchte aber nicht den Wurf verbessern. Mann, nehmen wir halt Stärke. Ja, möchte ich. Mehr Stärke. Verlassen. Rekrutengeld habe ich ja auch. Oh, Tränke erstmal kaufen oder gucken, wie teuer die sind. 200. Ach komm, einer wird reich. Und vom Rest gucken wir mal nach den Rekruten. Bogenschütze, das könnte echt praktisch werden. Nehmen wir. Wir nehmen vielleicht noch ein, zwei Tränke dazu. Oder auch drei. Nein, also insgesamt drei. Jetzt gehen wir mal raus und hoffen, dass dieses Schild mehr Schaden verursacht, als das, was wir vorher hatten. Diese Axt. Wald 2. Ich bin gespannt, wie es zu zweit läuft. Mit einem NPC. Oh, ist einfach nur ein Schaf, was mir folgt. Okay. Gut, wir sind stärker. Ich fühle mich auf jeden Fall stärker. Oh, das sind keine hosenlosen, hosentragenden Viecher. Hunde. Die droppen Fleisch und irgendwas anderes, okay. Aber es fühlt sich besser an zu zweit. Das Spiel hat natürlich auch einen Mehrspielermodus, wie ich glaube ich gesehen habe. Und das wird auch Sinn ergeben. Weil man halt diese drei anderen Slots noch hat. Und warum ist das hier so groß? Und warum ist mein... Verarschen? Das erste Mal, dass ich so einen Begleiter habe und dann bleibt er erstmal... Ah, okay, er portet sich hinterher. Sehr gut. Oh, nein, Pilze und eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Oh, ein Rudel und... Was ist das denn für ein Viech? Was bist du? Ich bin der Beschützer der Bäume. Du hast zu viele Bäume gefällt. Jetzt wird es Zeit, dass du gefällt wirst. Oh nein, ich hatte die Befürchtung, dass sowas passieren kann. Na gut, Mr. Roots. Dann... Wow, versteckter Boss entdeckt. Roots, der Geist des Waldes. Wow. Okay. Nein, gar nicht cool. Ernsthaft? Hallo? Lass mich mal. Okay. Wo ist mein Begleiter? Warum kann ich mich nicht? Ich habe keinen Platz im Inventar, glaube ich. Erstmal total überfordert. Wo ist denn dieser Mr. Roots? Da unten steht er doch. Ja, der trifft halt immer. Und wo? Gut, dass mein Begleiter auch ein bisschen was macht. Eigentlich die gesamte Arbeit. Ich muss das Fleisch sammeln. Ich muss ausweichen. Der hat super viel Dingens. Oh, ich habe einen Mount. Wechsel. Und nutzen. Wo ist er? Hallo? Mr. Roots? Da oben. Oh, das ist so weit, was er macht. Knockback des Todes hat er ja. Hey, vielleicht kann ich den ja so... Warum greift mein... Ah. Oh Gott, ich muss mein Mount mit ihm sterben. Was ein fieser Boss. Mein Rekrut ist gleich da. Oh nein. Wie ich halt lose bei diesem Boss. Kann ich das eigentlich blocken? So, ne? Ich muss es halt ausweichen. Ich krieg's nicht hin. Hallo? Wechsel? Hallo? Heiltrank? Mein Typ ist auch down. Mein Rekrut für teuer Nahrung. Wenn ich hier stehen bleibe, wird er mich nicht angreifen, oder? Oh, er läuft einfach. Man kann halt einfach nur einmal angreifen, wenn er seinen Scheiß macht. Ja, lauf weg. Oh, ich dachte, ich habe eine Stelle gefunden, wo er festhält. Nein. Heilen.
Gut, dass er nicht ganz so aggressiv ist. Und immer mal eine Pause einlegt. Ich hätte auch einfach nur zur Seite gehen können. Er hat mich ausgetrickst. Hä? Wie hat er das denn getroffen? Ich war doch weiter unten. Hallo? Mann, komm her. Komm. Miss Funkrit. Und er macht direkt so eine Kacke mit mir. Ich heile mich nochmal. Ich habe so eine böse Ahnung. Nein! Jetzt hat er mich gecrittet. Verdammt. Wow! Wo kommen die Pilze her? Der guckt ja auch so traurig, wenn ich den treffe. Nein! Oh, ich hab doch hier... Ganz vergessen, dass ich sowas kann. Kommst du hoch? Nein, schon wieder! Ich hab keine Heilung mehr, oder? Nicht schön. Nein, falsche Richtung. Die scheiß Pilze sollen weggehen. Oh Gott, ich laufe auch noch rein. Richtig gut. Nicht. Ja, ich stehe halt in den Pilzen drin. Bin gleich down. Kacke. Mann. Oh, ich lebe noch mit einem HP oder so. Ja. Komm her. Ja, versteck dich halt bei den scheiß Pilzen. Komm. Das war knapp. Ich krieg den eh nicht down. Den muss ich nur einmal treffen. Ja, genau so. Oh nein. Oh nein. Wie der geguckt hat. Oh. Besiegt. Mann. Na, die Frage ist jetzt auch, kommt dieser Boss jedes Mal? Oder ist es immer so random, wenn ich jetzt so ein Panel weitergehe? Nee, wir gehen erstmal zurück zum Lager, aber wir haben auch kein neues Essen bekommen, oder? 640, nee, haben wir nicht. Und davon sollte ich mir was zu heilen kaufen. Nee, oder wir machen das anders. Ich nehme mal den Rekruten, den günstigen, den Schwertkämpfer. Das ist vielleicht ganz schlau. Vielleicht kriegt der es ja irgendwie besser hin, mich zu beschützen. Nee, dem Ding uns Schaden zuzufügen. Oh, ich hatte schon... Ach, der wäre jetzt wiedergekommen, mein... Der hat... Oh nein, hätte ich das mal nicht gemacht. Naja, jetzt habe ich halt Geld ausgegeben. Oder Währung. Ist die Frage, wenn ich jetzt nochmal Waldladung mache, kann ich so irgendwie Nahrung fahren? Und Erfahrung? Oder ich habe Pech und der Boss kommt nochmal. Aber hier ging es eigentlich ganz gut. Mit den Gegnern. Ja, bla bla bla, das kennen wir schon. Danke. Natürlich hau ich falsch rum. Hat er den gedroppt? Oh, der löst sich auf. Hauen die einfach zurück, die Säcke. Hallo? Oh nein. Läuft einfach meinem Typ hinterher. Ignoriert mich, danke. Moment, der lässt sich aber nicht treffen, oder? Nee, der haut einfach drauf. Der gefällt mir. Ach, hier sind wir schon. Gute Arbeit geleistet.
Lass mich mal eben hier zwischen. Natürlich hingefallen. Ja, ich bleib einfach mal hier hinten. Kein Problem. Ach, der Begleiter macht nicht primär nur Wagen hauen, sondern der haut auf alles, wo ich auch drauf hauen will. Ach, durchs Ausweichen kriegt man auch keinen Schaden. Wie praktisch. Ja, kümmere du dich mal. Danke. Aber du sammelst nichts. Das ist dein Nachteil. Und bekommt keinen Schaden. Das ist gut. Durch diese Explosion gefällt mir. Und irgendwie unfair mit dem Schaf. Das hat ja noch viel mehr Fell als wir. Und dadurch ja eigentlich schon Hosen, finde ich. Also wir haben ja alle Fell. Naja, ich habe nichts gesagt. Oh, Rekrut. Nein, wo bist du? Ernsthaft, wo ist der da mittendrin? Schon fies, diese Geräusche, dieses Knirschen da. Okay, Hauptsache der Rekrut, der Dings, mein Gefährte hier, bekommt viel mehr Schaden. Oder hat schon viel mehr einkassiert als wir. Oh, wir sind gleich da, oder? Ich könnte gegen ihn betteln, so. Ich mach vor. Und er zurück, nein. Und wir laufen natürlich wieder hier in die Kacke rein. Schon gerne alle noch umhauen irgendwann. Ist ja auch nicht mehr so weit bis zum Ende. Oh, es hat sich einer durchgekämpft. Oh oh, es sind alle hier durchgekommen. Hallo? Oh oh. Wollt so ein Hallo? Special Attack benutzen, aber ging nicht. Liegt was? Ich will es haben. Oh, mein Gefährte ist da. Nein. Oh, das war ein guter Quick, glaube ich. Ah, lass mich in Ruhe. Nein, Spaß, ich hau euch. Oh, oh. Ja, ich ignoriere, dass man blocken kann. Oder ausweichen. Ja, so ein dummer Ja, genau. Ich hau hier weiter, dann geht's voran. Da hinten liegt irgendwas. Oder ist das ein Pilz? Nur so eine. Was ist da? Nein, da war irgendwas. Schade. Ey! Jetzt will das aber wissen. Ich bin hinterm Baum. Wow. Ah, das mit dem Board gibt es ja auch in Don't Starve, wo dann irgendwann was kommt. So ein großes Baumdings. So ein End. So, jetzt können wir weiter schieben. Nee, er ist immer noch da. La la la. Jetzt habe ich aber doch weniger Nahrung gesammelt, als ich erwartet habe. Schade. Da sind ja noch ein paar. Nein, nein, nein. Oh Gott, das ist. Irgendwie macht mir das keinen Schaden mehr. Hm. Ah, den auch irgendwie nicht. Hm. Oh, ich werde es doch wohl nicht verkacken. Nein! Oh, ich laufe auch noch genau da rein. Natürlich. Besiegt. Das war eigene Dämlichkeit. Och Mann. Schade, schade. Aber so leveln wir den oder die Barbaren. Ich glaube, den Barbaren. Oh, eine neue Waffe. Eben gucken, was es ist. Vielleicht macht es ja mehr Schaden. Und dann kann ich noch viel besser die Gegner umhauen, umklatschen, umhämmern. Je nachdem.
Ja, nicht noch. Oh, minus 2. 4 bis 10 Damage, aber 4 bis 8 Fallverteidigung. Und Quitschchance ist höher gewesen, ne? Ja. Wie setzt man denn für die anderen so? 3 bis 6. Das hier. 1 bis 3. Ne, da haben wir nichts Gutes. Doch, der Schild wäre ganz gut. Aber der Rest nicht. 4 bis 10. Ne, wir behalten das Ding hier. Schade, dass man nicht anders irgendwie. Achso, ich könnte ja auch gucken. Ne, ich bin erst Level 2. Ich muss Level 3 werden. Dann kann ich was Neues lernen. Na gut, aber bleibt jetzt mein Begleiter da oder nicht? Und hätte ich mir Heilung kaufen sollen? Man weiß es nicht. Geh mal. Ich trau mich eigentlich nicht dahin zu gehen. Doch, da ich mach's. Mach halt nochmal den Bosskampf. Wenn der denn kommt, ne? Okay, Begleiter ist nicht da. Das heißt. Naja. Attacke! Oh, ich bin viel zu lahm für die. Wird dem Viech schwindelig, weil ich so komisch schaue. Wow. Okay, ohne Bogenschützen dauert es ja ewig. Der Bildschirmrand hat ihn gehauen. Okay. Irgendwie komme ich noch nicht oder nicht wieder damit klar, dass ich hier die Höhe mit beachten muss. Gibt halt auch so ältere Beat'em-up-Games, so Double Dragon habe ich mal gespielt. Und noch andere Titel oder hier Turtles-Spiele gab es ja auch, wo man so Beat'em-up-mäßig hoch und runter gehen konnte. Und nicht nur in eine Richtung. Hier kommt gleich wieder der Baumgeist, denke ich. Das war hier die Stelle. Ich habe Angst. Nee, ohne. Ja, cool. Der war also extra nur da. Wow. Ich hau keine Bäume mehr. Ich verspreche es. Ich hätte mir Heilung holen sollen. Oder irgendwas, was selber heilen kann sich. Also so ein Charakter, aber... Naja. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das ja noch... Vielleicht ist es der Botaniker oder die Botanikerin. Oh, ich habe einen Mount. Ich werde es auch benutzen. Ein bisschen stark, das Mount, aber okay. Muss man auch mal haben. Oh, oh, lass mich raus. Brutal. Ich denke auch durch das Mount hat man auch die Anzeige, also die HP vom Mount dazu. Ach, das beißt auch. Fässer? Wieder irgendwas gesammelt. Karotten. Hatte ich die schon? Hier ist auch noch eine Kiste. Ah, nee, das ist ein Pilz, will ich nicht. Da habe ich Angst vor. Oh, da liegt noch was. Nein, Kartoffel. Gut. Wie komme ich jetzt da hoch mit dem Mount? Oh, das kann klettern. Gut. Da, da, da. Oh, voll gut. Hi. Oh, ich muss hier durch. Und euch bekämpfen. Oh, was hab ich gedacht? Neuen Charakter freigeschaltet habe ich. Cool. The Guardian. Errungenschaft. Alles klar. Wofür auch immer ich das bekommen habe. Oh, wir haben es geschafft. Ja, nice. Ohne den Boss gar nicht so schwierig. Level abgeschlossen. Und Level 3 sind wir jetzt schon. Ja, cool. Frag mich auch gerade, man levelt jeden Charakter einzeln. Eigentlich voll klasse. Oh, hier geht's. Was ist hier? Kopfgeldjäger, Lager. Und danach haben wir irgendwas, wo wir was machen können. Ne, wir gehen hier zu unserem Hauptquartier zurück. Und schauen uns mal an, was wir als nächstes hier für den Barbaren nehmen. Bin ich hier runtergegangen. Entweder nehmen wir jetzt das hier. Ah,
Halbmotor, Ausdauer, nee, den hier in Stärke und Agilität und dann nehmen wir Waffenkenntnis, um bessere Waffen auszurüsten, in der Hoffnung, dass wir eine neue Waffe finden werden. Aber ich werde jetzt auch eben schauen, was der andere Charakter ist, den wir gerade freigeschaltet haben. Der sollte ja Dogu, Wächter, okay. Verteidiger erlaubt dir zu gehen, wenn du blockst, das ist cool. Verstärken gewährt bei Aktivierung 2 Rüstungen, 3 Energie, okay. Mächtiger Stampfer, Stampf auf den Boden richtig 100% Schaden an umliegenden Feinden an. Cool. Den werde ich jetzt aber nicht ausprobieren, weil die Stunde ist bei mir gerade rum. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch schneiden werde an dem Video. Hatte ich irgendwas vergessen noch zu sagen? Ich habe gesagt, dass ich den Key bekommen habe, aber ist schon ein bisschen länger her. Das Spiel gibt es schon seit 13. November auf Steam, also etwas mehr als einen Monat und eine Woche und so. Das Spiel gibt es auch für andere Plattformen. Ich glaube, die ganzen neuen Konsolen, oder? Nee, warte mal. Xbox One, PlayStation 4, Switch und Mac, glaube ich. Dafür gibt es das Spiel. Mir macht es irgendwie Spaß. Ob ich es weiter hier zeigen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch andere Sachen, die ich hier zeige. Und ich habe auch noch ein paar andere Keys, die ich hier nach und nach mal zeigen sollte. Weil ich habe die bekommen und warum soll ich die nicht benutzen? Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier mit anderen angespielt Videos, die eine Stunde ungefähr gehen, weitergeht und auch mit meinen laufenden Serien von Let's Plays, dazu solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.